Andi, herzlichen Dank, dass du dir so kurz vor dem Spiel noch Zeit genommen hast, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Das ist gern geschehen. Ja, du bist im zweiten Halbjahr mit den C-Junioren. Wenn du das erste Halbjahr zurückschaust, was siehst du für ein Fazit? Ja, wir haben ein bisschen von den Resultaten als Trainer durchzogen gewesen. Wir haben relativ viele Gegengoal bekommen, aber das kommt natürlich dort her, dass wir relativ junge Mannschaft sind, sogar noch D-Junioren eingebaut haben. Und Resultate müssen jetzt noch nicht ganz dort sein, wo wir gerne sein wollen. Aber das Ziel ist eigentlich auch, dass man die Juniorenmannschaft entwickelt, im taktischen und technischen Bereich. Als Trainer investiert man viel Zeit in ein Team. Was sind deine Antriebe, das zu machen überhaupt? Also das eine ist mal, ich bin Vollblutfußballer. Ohne Fußball, das ist einfach ein Teil von meinem Leben und ich bin schon seit x Jahren Juniorentrainer und das Ziel ist eigentlich erst einmal für den Verein auch, dass wir Nachwuchs da haben. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist, denke ich, ein wichtiger Teil von der Jugendarbeit auch da in Stein am Rhein, wo ich da einen Teil dazu beiträge. Dieses Team ist noch, wie du selber gesagt hast, am Anfang noch sehr jung und könnte noch teilweise bei den D-Junioren spielen. Oder täuscht das? Nein, das täuscht nicht. Wir haben, dass wir eigentlich genug grosses Kader haben. Und C-Junioren ist halt schon so, dass du irgendwie 20 Spieler musst haben oder solltest haben, das kannst du Meisterschaft shooten. Und da muss eigentlich entscheiden, dass man eigentlich die zwei besseren oder drei besseren D-Junioren, die wir haben hier in Stein am Rhein, weiterhin bei mir in der Mannschaft laufen lassen und eigentlich das C aufgenommen haben. Was ist dein Ziel mit deiner Mannschaft? Denkst du, ihr könntet in der nächsten Saison in der ersten Stärkeklasse spielen? Ja, da kann ich dir im Juni sagen, wenn wir unsere Meisterschaft geshootet haben. Jetzt, wir haben ein Meisterschaftsspiel gehabt, haben das gewonnen in Oberwinterthur. Und die nächsten 5 Wochen mit 6 oder 7 Spielen werden wird entscheidend sein. Da kann ich dir im Juni sagen, was wir in der neuen Saison werden machen. Dann werde ich dich im Juni wieder fragen, in dem Fall. He? Ist gut. Momentan hat der FC Stein am Rhein 3 F-Juniorenmannschaften, eine E, eine D, eine C, deine Mannschaft, und ein B bei den Junioren. Das ist relativ mager. Was sind denn deiner Meinung nach Gründe für die Entwicklung? Also das eine ist schon mal sicher, wenn es ein relativ grosses Angebot in Stein am Rhein, auch sonst für Sportarten, sei es Turmverein, sei es aber auch Unihockey in Kaltenbach. Ja, das ist in der heutigen Zeit einfach so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, mit 30 F-Junioren haben wir eigentlich eine sehr gute Basis für unsere Pyramide. Dass wir über die nächsten Jahre nicht zwingend Angst haben müssen, dass wir zu wenig Junioren hätten. Und ich denke, in Stein am Rhein ist das höchste Gefühl, dass man 1C, 1B und dann eventuell wieder mal eine Juniorenmannschaft hat. Bei den Aktiven haben wir nur eine Mannschaft, die momentan noch in der 5. Liga spielt. Eigentlich sieht es für den Aufstieg in die 4. Liga nicht so schlecht aus. Denkst du, das Ziel kann erreicht werden? Ich glaube an die Mannschaft, ist eine junge Mannschaft, wird sich jetzt zeigen, auch mit welcher Erfahrung oder mit weniger Erfahrung, die sie haben, ob sie dem Druck eigentlich auch gewachsen sind jetzt da in der Rückrunde. Ich glaube an den Aufstieg und wenn nicht, ist das, denke ich, auch nicht so tragisch, weil das Potenzial hat die Mannschaft und die wird sich weiterentwickeln und es ist dort sicher von mir eine Basis, um die Viertliga zu shooten. Man hört, dass sich der Vorstand beim FC Stein am Rhein im Sommer komplett erneuern wird. Stimmt das? Das stimmt, ja. Es wird Änderungen geben im Vorstand. Ich denke, es ist auch an der Zeit, dass wir jetzt wieder mal unverbrauchte Kräfte in den Vorstand einbauen, vielleicht auch neue Ideen, einen neuen Schwung einbringen und dass wir da mit einem kompletten Vorstand auch in die Zukunft gehen. Hast du in dem neuen Vorstand auch eine Rolle? Ja, ich bin angefragt worden für den Spiko. Ich mache das jetzt schon zum Teil, dass ich die Spiko-Funktion übernommen habe. Und das ist eigentlich das Ziel, dass ich im neuen Vorstand den Spiko mache. Nur zurück noch jetzt zum Schluss zu deiner Mannschaft. Die müssen gegen Neuchirch antreten. Was ist dein Rezept, um das Spiel erfolgreich zu beenden? Ja, wir haben jetzt eigentlich in der Rückrunde angefangen, im Training Pressing spielen. Sei es ein Angriffspressing oder sei es ein Mittelfeldpressing. Wir werden das versuchen umzusetzen. Das Mittel wird sein, dass wir einfach ein Goal mehr schiessen als Neuchirch. Wir kommen nach wie vor zu viele Goal über. Aber ich denke, wir haben eine gute Basis. Wir haben noch Rechnung offen. Wir haben relativ unglücklich 2-1 verloren in der Vorrunde. Und wir werden eigentlich diese Schaden auswetzen heute. Gut, wenn ich das so höre, dann nehme ich mal an, gibst du einen Tipp ab für das heutige Spiel? Ja, weil wir immer für ein paar Goal gut sind, aber auch dafür bekannt sind, dass wir über die Goal überkommen, tippe ich auf ein 5-3. Okay, in dem Fall besten Dank für das Interview und ich wünsche euch viel Erfolg bei dem heutigen Spiel und dass das 5-3 auch dann wirklich so steht auf der Anzeigetafel. Danke. Vielen Dank, werden wir umsetzen.
Ja, Sie haben es gehört, 5:3 hat Andi Schmid das Resultat vorausgesagt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, und schon bald geht es los. Die Steiner spielen in der ersten Hälfte von rechts nach links in blau, blau, rot. Relativ, ja, nicht so ganz einfach zu erkennen von hinten. Denn Neunkirch spielt in blau, blau. Schauen wir mal, ob wir das auseinanderhalten können. Wie wir gehört haben, hat der Trainer gesagt, dass die C-Junioren das Pressing umsetzen sollen im Mittelfeld und auch hinten in der Verteidigung. Pressing eigentlich ein schnelles Angreifen auf den ballführenden Gegner. Hier Neunkirch mit der ersten Möglichkeit oder respektive mit dem ersten Angriff im Strafraum. Ja, das gibt eine Ecke. Und über das Tor keine Gefahr. Und weiter geht's. Steiner mit einer sehr kompakten Abwehr und trotzdem marschiert hier ein Neunkircher fast ungestört durch. Hier sehen wir es nochmal. Dieser Ball geht am Tor vorbei. Doch relativ deutlich, 5 Meter. Und vorne der schnelle Gründler versucht sich da und scheitert am gegnerischen Torhüter. Hier sehen wir es nochmal. Blitzschnell ist er da im Strafraum und ja, gut reagiert Torhüter. Dann Neunkirch. Doch so einfach geht das nicht. Da steht dann Flum im Weg. Ja, hier sehen wir nochmal, hier wird Junghannes weggestoßen. Gibt natürlich einen Freistoß, Entlastungsfreistoß. Hier geht es weiter, breiten Kräften sehr massiert, man sieht es, es wird sofort der Gegner attackiert. Hier sieht man auch, das Mittelfeld hilft, dann kommen die Verteidigung nach vorne. Und dann hier ein Schüsschen, jedoch harmlos. Die Ecke daraus gibt auch nichts. Die Steiner versuchen immer wieder ein schönes Zusammenspiel. Das sieht eigentlich recht vielversprechend aus. Und hier ein wunderbarer Pass. Und diesmal klappt's. Wunderbar gemacht. Wirklich wunderbar gemacht von Gründler. Der lässt dem Torhüter da keine Chance. Aber auch die Vorbereitung, die war sehr sehenswert. Dann ein Freistoß für Neunkirch. Aber ein harmloser Ball, der fast zur Gefahr wird. Also Stein am Rhein führt in der 11. Minute durch ein Tor von Gründler mit 1:0. Hier. Immer wieder versuchen sich die Steiner durchzutrippeln. Das ist Schweizer mit der Nummer 10, der macht das super. Und wieder ein Pass auf Gründler, der flankt. Ja, ein bisschen zu wenig weit in den Strafraum. Dann ein Eckball für Neunkirch. Und kein Problem für Spöri. Und hier wieder mit vereinten Kräften versucht man hier zum Torerfolg zu kommen. Berisha hier tankt sich durch, holt sich den Ball zurück und dann, ja, ist ein Foul, Schiedsrichter pfeift sofort. Schauen wir nochmal, hier Berisha kämpft, attackiert, macht Pressing, macht Druck auf den Ballführenden und dann, ja, man sieht das nicht so klar, wer da wen fault. Der Schiedsrichter hat für Freistoß Neunkirch entschieden. Dann hier wieder Gründler
Gründler, schnell wie verrückt, wirklich schnell, jetzt geht aufs Tor zu und fast eine Kopie des 1:0. In der 17. Minute erhöht er auf 2:0. Schauen Sie mal, von der Strafraumgrenze zieht er das runde Leder in die lange Ecke. Keine Chance für den Torwart. Ja, Neunkirch tut sich schwer im Spielaufbau. Sie versuchen auch zu kombinieren, aber immer wieder wird da gestört. Und schauen Sie mal, wie schnell der ist. Schauen Sie mal, wie der an allen vorbeizieht. Und hier muss der Torwart alles riskieren. Dann hat es noch fast ein Eigentor gegeben. Schauen Sie mal. Und der Torwart mit den Beinen voraus, zum Glück nicht den Gegner getroffen. Sonst hätte es dann vermutlich Penalty gegeben. Ja, das war nun Glück. Das hätte genauso gut 3:0 heißen können. Hier Eckball durch Schweizer getreten auf den Kopf von Graf, der das. Und dann ein harmloser Schuss von Ullmann. Ja, Gegenzug auch nicht zählbares. Und hier Flum auch immer wieder in der Abwehr. Wunderbarer Ball. Hier gemeinsam Stein. Und schauen Sie mal, wie Gründler da schnell ist. Das hat der gegnerische Spieler sehr gut gemerkt und hat sich nach ihnen nach außen weggedreht. Sonst wäre da vermutlich Gründler an den Ball gekommen. Und hier wieder tankt sich Gründler durch. Oder versucht das mindestens. Und da rennt er den Gegner um. Freistoß natürlich für Neunkirch, klar. Da geht er nur auf den Spieler, keine Frage. Richtig entschieden vom Schiedsrichter. Dann wieder mal Neunkirch in der Nähe unseres Tors. Auch hier hat es Einzelspieler, die sich kaum vom Ball trennen lassen. Die 14 zum Beispiel gehört auch dazu. Dann Rullo im Zweikampf. Schweizer auf Gründler. Gucken Sie mal, wie schnell der ist. Gucken Sie mal, wie schnell der ist. Der überrennt alle. Und wieder Gründler. Das ist der klassische Hattrick. In der 29. Minute schießt er sein drittes Tor in diesem Spiel. Wunderbar gemacht. Am Standbein vorbei. Keine Chance diesmal für den Torwart. Und Schweizer sehr trippelstach. Da schauen Sie mal, der ist nicht zu bremsen. Und jetzt ein schöner Ball. Ja, jetzt schauen Sie mal, der überholt den Torwart wieder, der Gründler. Und jetzt spielt er den Ball in die Mitte und wunderbar gemacht, wunderbar. Graf schiebt zum 4:0 ein in der 31. Minute. Schauen Sie mal, der läuft den Torwart ab und spielt den Ball flach, präzise auf Graf, der das Leder versenkt. Wunderbar gemacht. Schönes Zusammenspiel mit Mösel. Und sehr kampfhaft die Steiner. Und wie gesagt, sie lassen nicht Glück. Und hier schauen Sie wieder. Gründler läuft von hinten allen den Ball ab. Ja, hier hat er sich ein bisschen zu viel vorgenommen. Und hat den Ball wieder. Das ist ja unglaublich. Dann Eckball für Neunkirch. Auch kein Problem, Schweizer köpft den weg. Und ja, Gortner bereinigt die Situation. Und hier, schauen Sie mal, die 14. Der ist zack, stach, auch der im Dribbeln. Und oh, das war Glück. Das war jetzt wirklich Glück. Das war fast Pech für Neunkirch. Das hätte bestimmt, das wäre ein verdienter Treffer gewesen. Schauen Sie mal. Ein Spieler. Zwei Spieler. Dann wird er fast noch vom eigenen Spieler gestoppt. Dritter Spieler und dann schießt er an den Pfosten. Da wäre Spöri geschlagen gewesen und der Ball rugelt noch an den hinteren Pfosten und dann der Nachschuss von der Nummer 6. Geht ins Außennetz, zum Glück. Der junge Schiedsrichter hier macht seine Sache recht gut. Ist auch nicht ganz so einfach. Und hier wieder extrem trippelstach Schweizer. Hier schauen Sie mal. Und hier, das müssen wir dann nochmal anschauen. Und der versenkt den Ball.
zum 5:0 in der 42. Minute, aber das war bestimmt ein Foul. Ja, schauen Sie, jetzt, na, das müsste der Schiedsrichter ahnen. Dann habe ich ihn vorhin zu früh gelobt. Ja, das ist ganz klar ein nicht reguläres Tor. Da hätte der Schiedsrichter pfeifen müssen. Und schon sind wir in der zweiten Hälfte. Die zweite Hälfte, Sie werden es sehen, ist viel von Laufarbeit geprägt. Spiel Sie! Ja, hier ein schöner Versuch, doch kein Problem. Spöri. Hier ein schöner Ball auf Kortner. Der kann dann den leider nicht erlaufen. Ja, ein Auf und Ab in der zweiten Halbzeit. So zu Halbchancen kamen sogar jetzt in Neunkirch und hier wieder eine Möglichkeit. Doch auch diese natürlich, wenn man das in der Zeitlupe sieht, geht dann doch schon 3-4 Meter am Tor vorbei. Dann weiter. Hier ein Foul. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, er zieht das Bein zwar zurück, aber Schiedsrichter handelt das als hohes Bein. Kann man pfeifen, muss man nicht. Dann Schweizer hat den Kameramann erwischt, seiner angetäuschten. Dann Kortner. Ja, der Schuss war zu harmlos. Oder sage ich mal so, zu wenig scharf. Aber die Idee war gut. Hier auf Flum. Und hier sehen wir eine Zeitlupenstudie von Schweizer, technisch Wahnsinn, hervorragend. Schauen Sie mal, was der mit dem Ball macht, hat den immer noch, das ist der vierte Spieler, der ihn da attackiert und hat noch Zeit, diesen Ball sauber abzuspielen. Der engagierte Trainer von Neunkirch, den hört man im Hintergrund immer wieder und jetzt im Vordergrund. Und hier der Trainer der Steiner, Andy Schmid, etwas der ruhigere Typ, aber Emotionen gehören halt auf dem Fußballplatz, so soll es sein, auch vom Trainer. Und hier ein wunderbares Zusammenspiel, wunderbar auf die Nummer 7 Berisha, doch der kann das Leder nicht im Netz unterbringen. Schauen wir uns das nochmal an, der Torwart wieder mit den Füßen voraus, diesmal hat er den Ball getroffen. Ja, das ist ein gefährliches Spiel mit den Beinen voraus. Hatte schon oftmals einen Torhüter mit der roten Karte erwischt. So. Und hier, Rullo lässt sich nicht vom Ball trennen. Doch dann leider von Zieber den schlechteren Pass, aber vereinte Kräfte helfen einander. Und hier ein Weitschuss. Ablaufen, ablaufen, ablaufen! Hier sehen Sie mal, wie schnell der ist. Wie schnell der Gründler ist, ist extrem. Ist wirklich extrem. Und hier, ja, hier wieder Torwart, Eckball. Gute Idee. Ah, Rullo haut das Leder über den Zaun. Dann weiter, die Steiner wieder ein wenig stärker. Ah, wunderbar gemacht. Schauen Sie mal, der muss doch rein. Ah, der tunnelt den Torwart, doch der kann den Ball noch schnappen. Schauen Sie mal. Wie die Flanke kommt, die ist sensationell auf Gründler und da alle Zeit der Welt kann noch die Ecke auswählen. Macht das ganz clever, aber der Torwart lässt sich nicht ganz so einfach erwischen. Und hier Schweizer auch schnell. Spielt den Ball sofort in die Mitte und da verpasst die Nummer 14, Graf noch knapp mit dem Kopf. Hier Mösel im Zweikampf, für ihn nicht ganz einfach, gegen die doch körperlich recht robusten Spieler von Neunkirch. Aber er macht das gut, kämpft um jeden Ball und hier wieder, das gibt's doch nicht, Gründler jetzt zum dritten Mal schon wieder. Ja, das, schauen Sie mal, dieser Ball, ja nicht ganz einfach natürlich, direkt Wolle nimmt er ihn, das war eine super Idee. Aber es ist nicht ganz einfach, so einen Ball dann im Netz zu versenken. Und hier wieder einmal Neunkirch im Gegenstoß. Doch hier mit Junot
in der Verteidigung. Mit Rullo in der Verteidigung, die machen das super. Und hier wieder, Schweizer tankt sich durch. Ja, jetzt, nachdem die Trainer alle gerufen haben, Offside, pfeift er es. Das schauen wir uns an. Bin nicht ganz sicher, ob das Offside war. Schauen wir mal ein Standbild. Hier die Ballabgabe. Nein, war kein Offside. Definitiv nicht. Gut, bei einem Spielstand von 15-0 darf man ja auch mal ein Offside abpfeifen. Dann weiter hier. Und dann mit vereinten Kräften bringen die Nankirchen den Ball weg und unsere bringen den Ball nicht rein. Schauen Sie mal, der Schiedsrichter hat die Pfeife schon im Mund, hier, an Flum, das Foul, und dann pfeift er trotzdem nicht. Und hier, oh, das war jetzt Glück. Das wäre der Ehrentreffer des Nachmittags geworden. Ui, das war Millimeter. Das waren 10 cm. Und im Gegenzug bereits wieder Schweizer. Der lässt alle stehen, schauen Sie mal. Ja, okay, ein bisschen zu wenig. Und hier kommt man wieder mit einem zu etwas zu schwachen Schuss. Und hier, wunderbar gemacht. Das war Rullo mit dem Schuss, schauen Sie mal. Aus dem Stand zieht er den Ball aufs Tor und der Torhüter reagiert hervorragend. Dann die Ecke da zu dieser Aktion. Ja, den Kopf nicht richtig oder den Druck nicht richtig auf den Ball mit dem Kopf. Hier im Mösel im Zusammenspiel mit Flum. Wunderbar, Flum da im Zaubertrickkästchen gewühlt. Und hier war ein wunderbarer Pass. Jetzt schauen Sie auf den Torwart, wieder mit den Füßen. Diesmal hat er den Ball aber nicht erwischt. Das war jetzt Glück. Das war jetzt Glück. Ja, nichts passiert. Dann Freistoß für die Steiner. Wunderbar. Und wieder der Torwart, der wächst da über sich heraus. Ja, der hat das super gemacht. Ja, das sechste Tor will nicht fallen, so wie das aussieht. Immer wieder vor dem Tor, aber im Abschluss dann. Und hier, ui, das wäre jetzt aber dann schon auch der verdiente Ehrentreffer gewesen, schauen Sie mal. Und da voll an den Pfosten. Ja, Glück gehabt. Hier ein Freistoß für Neunkirch. Mal schauen. Das sieht nach einem direkten Schuss aus. Oh, da trifft er den Ball nicht richtig. Ja, Chance vertan. Dann hier wieder ein Gegenzug. Torhüter ist sehr wachsam, der Neunkircher. Tipptopp. Dann wieder Neunkirch. Sie sehen, es ist ein Auf und Ab mit doch beidseitigen Chancen. Hier die 14. Auch sehr stark im Dribbling. Und dann schießt der Ziban. Das war auch nötig, sonst wäre der Schuss bestimmt aufs Tor gekommen. Das hätte gefährlich werden können. Dann hier wieder Mösel mit einem wunderbaren Ball. Wieder auf Kündler und hier wieder die Beine voraus. Da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Das war jetzt totales Glück. Da trifft der Torwart den Ball überhaupt nicht. Wie ein Sensemann. Ja, das hat da wohl den Gründler nicht richtig getroffen oder nicht getroffen. Der ist da gesprungen. Aber das war dann schon grenzwertig. Und hier verletzt sich Schweizer. Oh, schauen Sie mal, wunderbar. Ja, das wollen wir auch nochmal anschauen. Da Mösel. Ja, das war vermutlich schon Offside. Diesmal war es Offside. Schauen wir das mal an. Im Stammbild. Ja, die rote Linie, doch, das war Offside. Das war. Das letzte Mal war es nicht, aber diesmal war es.
Hier, Schweiz am Boden, muss vermutlich ausgewechselt werden, hat sich da irgendwie wehgetan, ohne gegnerisches Einwirken. Ja, das war's. Besten Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal auf dem Deckerfeld und noch eine gute Zeit. Jungs, hör mit rein! Hey, du hast es doch! Freiwillig? Freiwillig? Hey!